Guten Abend, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Grünen-Fraktionsvorsitzende Göring-Eckardt kündigt Gespräche mit SPD und FDP an. Mit diesen Parteien wolle man sich vorrangig über eine Koalition unterhalten. Inhaltliche Vorbereitungen hätten bereits begonnen. Aber auch mit der Union seien in der kommenden Woche Sondierungsgespräche verabredet. Opel legt Werk in Eisenach bis zum Jahresende still. Grund sei der weltweite Chipmangel, teilte der Autobauer mit. Die Produktion soll von kommender Woche an eingestellt werden. Die 1300 Mitarbeiter sollen in Kurzarbeit gehen. Gericht verurteilt französischen Ex-Präsidenten Sarkozy. Die Kosten im Wahlkampf 2012 seien illegal abgerechnet worden, so das Gericht. Das Strafmaß lautet auf ein Jahr Haft ohne Bewährung. Stattdessen ist auch Hausarrest mit dem Tragen einer Fußfessel möglich. Sarkozy will in Berufung gehen. Großbritannien verlangt Reisepass. Von morgen an reicht für Bürger der EU ein Personalausweis für eine Einreise nicht mehr aus. Damit endet die Übergangsphase nach dem Brexit. Ein Visum ist aber auch weiterhin nicht nötig. Zweite Zukunftskonferenz für das Ahrtal. Heute Abend beraten Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Gesellschaft in Rheinland-Pfalz erneut, wie man sich in der Region künftig besser vor Hochwasser schützen kann. Anfang des Monats hatten sich die Beteiligten bereits zu einer ersten Zukunftskonferenz getroffen. Das Wetter. Morgen nach Auflösung lokaler Nebelfelder häufig Sonnenschein. Im Westen und Nordwesten windig und zeitweise wolkig, tagsüber aber nur gebietsweise etwas Regen. 15 bis 23 Grad.